Mark Fischer, Eichklotz Nürnberg. Sechste Runde beim ersten von insgesamt drei Bavarian Race Tischtennis-Turnieren heute in Wilhelmsdorf, Karl-Samstag, 15. April 2017. Die beiden machen quasi eine Art Endspiel. Helmut Riedl ungeschlagen bislang und aus Niederbayern in der Nähe von Passau, also aus Schönbrunn, nicht Wien, sondern Niederbayern, Schönbrunn an der Lusen oder am Lusen. Die werden wohl Platz 1 und Platz 2 belegen. Zurück zu Mark Fischer. Da geht es um die hinteren Plätze. Günter Richter, Herr Holzbach. Nachdem er offensichtlich auch noch ein Material hat, ist das tatsächlich ein Turnier, an dem mehr Leute mit Material spielen als mit Klappenbelägen. Mal gucken, was das hier ist. Marc, ist das ein Belag, was der spielt? Ist das ein Belag, was der spielt? Nochmal, also. Ein Match, das ganz großen Seltenheitswert hat in dieser Turnierrunde hier. Zwei Spiele, vier glatte Belege. Da haben wir auch noch zwei mit vier glatten Belägen. Ansonsten spielt hier fast nur Material gegen Material. Also zum Beispiel Uwe Blaufelder, Michael Schüller, die haben Material. Ja, er verteidigt ganz gut mit dem Kant, greift aber auch an. Allround-Spieler sozusagen. Schöne sichere Rückhand. Kommt er nicht klar, Fischer. Wladimir Bodiakin. Hat sich stark verbessert in den letzten zwei, drei Jahren. Aber mehr als, sagen wir mal, mittlere bis untere C-Klasse. Ist es nicht? So, zurück zum Mark. Der hat Aufschlag. Dafür, dass heute so viele Noppenspieler unterwegs sind, eigentlich bislang relativ wenig Netzrolle. Das hat man ja eher mal überdurchschnittlich bei Materialkönigen.
schöpfen, bis der Netzwelle kommt. Die kommen wahrscheinlich erst, wenn ich eingreifen muss. So, und sieht nach einem souveränen 3:0 aus für Helmut Riedel. Jedenfalls, er ist der Champion dieser ersten Runde. Ungeschlagen gewinnt er dieses Bavarian Race Turnier. Ganz steile Leistung.